Hallo, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung von Univision Newsflash aus unserem Bluescreen-Studio. Am Montag, den 22. Oktober, wurde die diesjährige Immatrikulationsfeier begangen. Unipräsidentin Beisiegel begrüßte alle ESDs. Den Festvortrag hielt dieses Jahr Thomas Cook-Vorstandsmitglied Christi Neumann. Im Kontext der Veranstaltung stellten sich alle möglichen uninahen Gruppen auf dem sogenannten Forum Studium im ZHG den Studierenden vor. Wir waren auch dabei und haben mit unserer Kamera die Leute von den Ständen der anderen vertrieben. Natürlich wollten wir nur auf unseren Infoabend am 7. November hinweisen. Am Donnerstag, den 25. Oktober, fand das Richtfest für das neue Lern- und Studiengebäude LSG statt. Der neue Bau ist in Gänze den Studierenden vorbehalten und soll ausreichend Raum zum Arbeiten und Lernen schaffen. Nicht nur Einzel-, sondern auch Gruppenarbeitsplätze. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein Geschenk der Uni oder des Landes. Nein, dieses Gebäude ist komplett aus Studiengebühren finanziert worden. Ursprünglich sollte das Gebäude etwa 8 Millionen Euro kosten und bereits letzten Winter fertig werden. Nun wird es voraussichtlich 1 Million teurer und zum kommenden Sommersemester fertiggestellt. Beschlossen wurde das Projekt noch zu ADF-Zeiten. Bei linken Gruppen war der Plan hingegen bis zuletzt umstritten. Das bei der Urabstimmung im Januar beschlossene Kulturticket ist nun gültig. Damit kommt ihr kostenlos und vergünstigt in Göttinger Theater, Museen, ausgewählte Kneipen und Clubs. Dazu genügt das Vorzeigen des gültigen Studierendenausweises. Auf der Internetseite des AStA erfahrt ihr die genauen Konditionen und welche Einrichtungen involviert sind. Ganz kostenlos kommt ihr natürlich nicht davon. Der Semesterbeitrag wurde für das deutschlandweit einmalige Kulturticket um 7,60 Euro erhöht. Euch ist langweilig, ihr seid faul oder einsam? Dann hört euch unsere Veranstaltungstipps an. Der AStA organisiert auch dieses Jahr wieder eine Open Uni. An der dreitägigen Veranstaltungsreihe vom 23. bis 25. November können Besucher an Workshops zu verschiedenen Themen kostenlos teilnehmen oder diese anbieten. Inhaltlich kann von Knöpfe annähen bis zu komplexen Theorien alles vermittelt werden. Neben theoretischem und praktischem Wissen wird es außerdem die Möglichkeit geben, gemeinsam zu essen, Filme zu schauen und abends im AStA Partykeller Stilbruch zu feiern. Der AStA beschreibt die Open Uni als einen Ort, der Austauschmöglichkeiten und Freiräume für Studierende jenseits des modularisierten Studiums und Prüfungsdrucks anbietet. Das Angebot richtet sich aber auch an Nichtstudierende. Wer Lust und Interesse an einer Teilnahme bekommen hat, kann sich auf der Seite des AStAs weiter informieren. Einen Link findet ihr weiter unten. Public Viewing gibt es auch ohne Fußball. Die Fachgruppe des Seminars für englische Philologie bietet anlässlich der US-Präsidentschaftswahl nächsten Dienstag, den 6. November, ein Public Viewing bis in den nächsten Morgen an. Ab 20 Uhr kann live beim Auszählen der Wahlstimmen mitgefiebert werden. Die Übertragung findet im Medien- und Übungsraum des englischen Seminars statt. Jo, das war's auch schon vom heutigen Newsflash. Vielleicht sehen wir uns ja nächsten Mittwoch auf unserem Infoabend für alle Interessierte und bis dahin, tschüss! Jo, kam es. Jo. Hey, die gute Kuschelgruppe. Das ist voll inszeniert. Also inszeniert. Ist das Mikro aus?